ins Normal und schicke euch noch ein paar kräftigende Übungen für Bauch und Beine. Als erstes sitzen wir uns aufrecht her, sucht eine bequeme Position, wo ihr mit dem geraden Rücken sitzen könnt und die Schultern sind wie immer weit weg von den Ohren. Wir bleiben kurz einmal sitzen, strecken Arme, die Arme nach oben und haben einen geraden Rücken und ziehen uns ganz lang. Wir halten kurz. Tief, stützen uns mit der linken Hand am Boden, atmen ein und ziehen den Arm nach oben, langsam tief ausatmen, einatmen hoch und wir kommen wieder tief, strecken die Arme nach hinten ein und machen Arme an runden Rücken, atmen aus. Ein letztes Mal ein. Tief, Beine lösen, vorne an den Fersen abstützen, beide Arme nach vor, Schultern sind wieder tief, langer Nacken und dann kommen wir mit einem runden Rücken nach hinten. Schultern bleiben oben, Fersen fest in den Boden, wieder nach oben. Wir überkreuzen, kommen tief, runder Rücken und kommen hoch. Arme vor, tief. Ihr könnt da gerne einige Wiederholungen machen, so gut es bei euch geht. Beim letzten Mal kommen wir nach hinten, halten, strecken ein Bein, eines beugen, Blick ist nach oben und wir gehen die Beine nach vor und nach hinten. Strecken dann beide Arme immer nach vor, Handfläche zeigt nach unten und wir bewegen uns weiter mit den Beinen. Ihr könnt es gerne wieder weiter Wiederholungen machen oder die Arme dazu nehmen, einen Arm jeweils nach hinten strecken und gegen gleich die Arme dazu bewegen. Gleichmäßig dabei weiter atmen. Und gerne auch wieder sonst von vorne beginnen und die Übung wiederholen. Dann machen wir kurze Pause, legen Arme auf Oberkörper, ziehen uns ganz lang. Strecken uns weit nach hinten, die Arme, Beine weit vor. Tief ein- und ausatmen. Beide Arme vor, Beine fest in den Boden drücken und mit einem runden Rücken langsam hochkommen, aufrichten und wieder in die Anfangsposition. Gerader Rücken, Schultern tief und vielleicht für einen kurzen Moment tief ein- und ausatmen. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei den Bauchübungen.